Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und es ist so warm draußen, ich kann nicht mehr und deswegen erstmal Klimaanlage hier. Oh, geil, Alter. Auf jeden Fall, Leute, ich bin hier gerade auf der Baustelle. Bisschen arbeiten hier mit Holz und so. Ich muss Holz holen hier. Die saß, aber wartet mal, ey, ich werde wieder angerufen. Wer ist denn da schon wieder? Ja, guten Tag, hallo. Was? Die krassesten Motorräder in GTA sind da? Oha. Okay, 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 ich kümmere mich drum. Ja, schick mir den Standard vom ersten Teil. Okay, Bro. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ey, Leute, habt ihr das gehört? Wir müssen heute die krassesten Motorräder von GTA finden. Und deswegen, Leute, lasst jetzt erstmal ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, denn wir müssen jetzt wieder einsteigen. Heute wird nichts mit Holz wegbringen, denn ich habe direkt hier ein GPS-Signal bekommen. Irgendwo hier muss unser erstes Zweirad-Ding drin sein, weil, ja, Leute, heute werden Motorräder gefunden. Und ich bin echt gespannt, was für Motorräder wir finden. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal los. Ich muss hier nach links abbiegen, sagt mein Navigationssystem. So, irgendwo hier muss es sein. Wir gehen da jetzt mal hin. Bikes. Ich sehe schon hier so einen Bikeshandel. Bestimmt kann ich da bestimmt so das erste Motorrad holen. Guten, hallo? Ja, hallo. Ja, wie kann man hier... Oh, was Kalle, was geht, was geht? Also, was hast du denn hier für Bikes? Hast du ein paar geile Motorräder? Hast du so richtig fettes Motorrad, ja, mit 300.000 PS und so? Nicht 300.000 PS, aber die Umwelt wird dir danken, ne? Ich hab E-Scooter. Ach, wie, ich dachte, hier hast du Motorräder oder so. Was willst du mit Motorrädern? Das ist uns schlecht für die Umwelt, bei dem heißen Wetter, ist das scheiße. Ach so, du hast also nur Scooter hier. Ja, guck mal hier, so schön frischen Wind. Oi, 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 oi. Ja, kann man die... Ei, ei, Alter, ey. Kann man die kaufen oder ausleihen? Wie läuft das ab hier? Ja, kaufen, kaufen. Ja, du bist YouTuber, du kannst ja kaufen. Ja, kann ich eine Probefahrt machen? So eine Probefahrt, kleine Aus... Du weißt ja, spritzt du und so. Ich hab ja so... Weißt du, so testen, testen. Sag mal, du hast doch Geld. Warum immer nur auf Probe, Probe? Kauf ja, einfach. Ich probier nur aus, ich probier nur aus. Schreib dir meinen Namen auf und so, ja? Ich weiß, wo du wohnst. Ja, ja, mach das. Alter, Leute, was ist das denn für ein Teil? E-Scooter hier am Start. Also, dann ciao, gell? Ich fahr kurz eine Runde. Ja, ja. 2 Minuten müssen wir. Was ist das denn, Leute? Ich bin so langsam, als ob das Ding nicht schneller fährt, Mann. Cool, wie langsam das ist. Ey, Leute, diese Elektroscooter. Ich bin mir nicht sicher, ob das GPS oder das Signal das als erstes Motorrad gemeint hat, Leute. Wenn ja, dann ist es echt scheiße, der Anfang. Aber ich werde es trotzdem jetzt erstmal parken und gucken, ob wir ein Upgrade bekommen. Weil wenn wir ein Upgrade bekommen, dann bedeutet das, dass es das Richtige war, Leute. Und deswegen suchen wir uns erstmal einen Stellplatz. So, Leute, ich packe jetzt hier den E-Scooter hin. Ich denke, hier können wir ihn schön verstecken. Jo, was geht, was geht, was geht, Leute? So, schön verstecken. Mal gucken, ob wir jetzt ein Upgrade bekommen, Ladies and Gentlemen. Und... Oh mein Gott, Leute, wir haben ein Upgrade bekommen und ich verstehe nicht, was das für ein Upgrade ist. Ich sehe aus wie so ein Lieferant vom Essen oder so. Ich habe keine Ahnung, was das hier auf sich hat, aber vielleicht ist es das Zeichen, Leute. Und ich habe direkt den nächsten GPS-Signal empfangen, Leute. Wir müssen uns schnell ein Auto besorgen und dann ganz schnell dahin gehen, Leute. So, Leute, wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Mal gucken, wo es ist. Hier ist es, La Spada, Italien-Style Seafood Restaurant, Leute. Ey, das steht auch auf meiner Kappe. Das Logo. Ei, 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 ei. Ey, Leute, der eine ist ausgerastet, weil er noch keine Pizza geliefert hat. Ich denke, dass ich liefere die Pizza aus, stimmt's? Aha, dabei. Ja, ja, ja. Okay, okay, ich fahr dann mal los. Vielen, vielen Dank. Pizza zu. Kurz Helm anziehen. Los, 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 Leute. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Leute, unser nächstes Motorrad ist ein Pizza-Liefer-Scheißroller, Digga. Der ist so langsam. Ich weiß nicht, was das hier ist, Leute. Meine Güte, wo ist die nächste Pizza? Aha, okay, okay, okay. Wir müssen hier lang, Leute. Ey, wir bringen jetzt die Pizza weg. Und dann nehmen wir den Roller einfach und bringen ihn zurück. Das ist die Idee, Leute. Eigentlich könnte ich auch die Pizza behalten, aber komm, irgendein Kunde hat bestellt, der wartet auf die Pizza. Ich bringe sie ihm. Okay, let's go. So, Leute, die Pizza muss irgendwo hierhin geliefert werden. Ah, da kommt schon irgendein Tipp, Leute. Ja, oh, der chillt auf jeden Fall. Viel zu spät. Ja, nehmen Sie Ihre Pizza, ne? Guten Tag, der Herr. Die kannst du mir auch geben.
Hey, meine Güte, müssen wir jetzt alles hier auspacken. Ist. So, ich habe die Pizza, ich trage sie Ihnen auch rein, der Herr. Ja, alles gut, so, zack, ich stelle sie Ihnen vor die Tür. Alles klar, dann ja. Ja. Das Geld bitte noch. Dankeschön, ja, hier, so, den Helm werfe ich Ihnen auf den Boden. Ohne Trinkgeld, ja, Mann. Pizza ist bestimmt schon. Meine Güte, Freunde, Alter, der hat mir nicht mal Trinkgeld gegeben. Ich war kurz Pizzalieferant, Leute. Aber, Ladies and Gentlemen, wir haben unser nächstes Fahrzeug, nämlich ein Pizzamobil. Und ich bin jetzt gespannt auf unser nächstes Upgrade. Let's go! Bam, Leute, unser nächstes Upgrade. Wir sind mal wieder Polizist, Leute. Und wenigstens haben wir ein Polizeiauto bekommen. So kommen wir schnell voran. Und scheinbar müssen wir zu einem Einsatz im PD, Leute. Deswegen, nichts wie hin, Leute. So, Leute, wir sind jetzt gleich beim PD angekommen. Ich bin echt gespannt, was hier uns erwartet. Ich sehe schon, Leute. Ich sehe schon, Leute. Ich sehe schon einen Einsatz mit dem Polizeimotorrad, Freunde. Officer, ich bin auch im Einsatz. Einsatz, direkt nächster Einsatz mit dem Kollegen, mit dem Kollegen, mit dem Kollegen. So, let's go, alles gut. So, Leute, wir haben das Motorrad ganz schnell genommen. Wo ist denn der? Ui, wo ist denn der Einsatz, Alter? Ich bin echt gespannt, was das für ein Einsatz ist, Freunde. Wo ist denn der Kollege hin? Ich habe ihn verloren. Scheiße, scheiße, ich muss ihn finden. Hallo, Kollege. Oh, scheiße, Leute. Ja, Einsatz, schnell, wir müssen zum Einsatz los. Sino und Nick, Sie müssen mir erst geben, Ihre Dienstnummer, ich muss eins vor. Ihr Kollege ist schon da, ich fahre mit Ihnen weiter. Wir sehen uns später, das richtige Einsatz. So, Leute, wohin fahren wir denn? Wo ist das Einsatzgebiet, Freunde? Okay, ich bin echt gespannt. So, Leute, ich habe den Polizisten verfolgt. Mal gucken, was es hier auf sich hat. Oh, bei den Bikern. Oh, guck mal, die müssen aufpassen hier. Ey, oh, wow, die ziehen, glaube ich, Waffen. Oh mein Gott, die schießen auf mich. Alter, was geht denn ab? Nein, 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 wir müssen schnell weg hier. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh, die fahren uns mit Bikes hinterher. Leute, die verfolgen uns komplett. Seht ihr das? Alter, mein Kollege haut einfach ab. Ich bin auf mich allein gestellt. Die verfolgen mich mit den Bikes. Weg mit dir. Richtige Bike-Action hier. Bam, den runter vom Bike geschossen. Den noch aus dem Auto raus. Zack. Und den hier weg. Leute, Polizeieinsatz geglückt, glaube ich. Hier noch einer. Ja. Okay, Leute. Ich habe den Einsatz richtig gut gemacht. Ich hau jetzt einfach weiter ab, Mann. Und wenn was ist, tue ich mich als Polizist ausgeben, der sich verletzt hat, Leute, beim Einsatz. Und deswegen, Leute, let's go. Ey, was war das für ein cooler Polizeieinsatz? Und wir haben einen BMW Polizeimotorrad, Leute. Was für ein krasses Teil. Sieht echt schön aus, Mann, muss ich sagen. Aber, Leute, ich bin jetzt gespannt auf das nächste Fahrzeug. Und deswegen werden wir jetzt erstmal hier den BMW schön parken, Freunde. Schön undercover, die holen wir dann später ab. Und ich bin jetzt bereit für unser nächstes Upgrade. Bam, Leute, und unser nächstes Upgrade ist, wir sind wieder normal und haben einen Regenschirm. Ey, wollt ihr mich gerade veräppeln? Wieso ein Regenschirm? Ey, Leute, ich merke schon, die Wolken werden trüber, aber das kann doch nicht sein, dass wir jetzt einen Regenschirm bekommen. Alter, ich dachte, ich kriege jetzt was Krasses. Ey, Mann. Egal, ich bin gespannt. Ich nehme jetzt kurz dieses Motorrad hier. Ups. Entschuldigung, Brudi. Ich brauche das Motorrad, um ein anderes Motorrad zu holen. Vielen Dank. Alter, der steht einfach auf und läuft weiter. Ladies and Gentlemen, es geht weiter. Erstmal ein bisschen Klimaanlage gegen die Hitze. Oh, scheiße, es ist warm, Leute. Und die fahren mitten in die Wüste. Meine Güte, warum in die Wüste? Leute, guckt euch mich an, Alter. Ich bin komplett durchgeschwitzt, Mann. Die Klimaanlage gegen die Hitze. Oh, scheiße. Wir sind hier beim Schrottplatz. Okay. Entschuldigung. Ich möchte auf meinem Land. Nix, ich suche ein Motorrad. Ein Motorrad? Genau, und es sollte richtig heiß sein. Ich habe kein Fahrrad mit Motor. hast du vielleicht ein Wüstenfahrzeug oder sowas ähnliches? Wenn die Schiff uns hören, das geht nicht gut aus. Wer? Die Schiff. Da Vader kommt bestimmt bald. Was? Und dann werde ich wo ihn mit der Vader? Guten Seite der Macht werde ich besiegen. Ey, du. Alles was warte, ist warte, das für ein Teil? Hier. Was hier? Müll. Bruder, was ist eigentlich das für ein Ding? Was ist das? Das ist mein Fahrzeug, mein Wüstenbike. Darf ich mich mal da rein setzen? So einfach nur drauf? Ja, nur wenn du an die gute Seite der Macht glaubst. Ey, Leute, das ist ein ganz komischer Typ. Aber guckt euch mal dieses Motorrad an. Es sieht aus wie so ein... was ich gebaut habe gegen Darth Vader. Was für Darth Vader? Guck mal, ich habe einen Regenschirm. Schieß mich mal ab. Der Regenschirm tut alles ab. Nein, warte jetzt. Oh, cool. Das ist ein Regenschirm, der Laserstrahlen abwehren kann, Freunde. Oh mein Gott. Aber... werde angegriffen. Hä, wer ist das denn?
Alter, der Typ beschützt mich. Idioten, ein Hundi. Hey, Leute. Oh mein Gott, das ist der Freighter. Oh mein Gott, mein Regenschirm beschützt dich, Bruder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ey, mein, gib mir mein Bike wieder. Ey, Leute, ich hab... Oh, ich hab ihn mit dem... Oh mein Gott, oh mein Gott, auf Wiedersehen. Nein, lass mich nicht allein, nein. Leute, das war nicht irgendein Regenschirm, das war ein Regenschirm, was krasses gegen Laser. Und somit konnten wir gerade die Laserstrahlen von dem komischen Typen abwehren und vom Darth Vader und haben das nächste, ja, ich weiß nicht, was das ist, ein, ja, Motorrad, was für die Wüste ist, Leute. Ein Wüstenmotorrad ohne Räder, Leute, guckt euch an, wie krass das ist. Und voran mit unserem Regenschirm. Alter, wie nice ist das denn? Jetzt kommen die krassen Teile raus und deswegen bin ich jetzt echt sehr gespannt auf das nächste Fahrzeug, Leute. Ey, der Regenschirm hat uns tatsächlich was gebracht und jetzt bin ich gespannt auf unser nächstes Fahrzeug und unser nächstes Upgrade. Ladies and Gentlemen, unser Upgrade ist... Boom, Leute, unser nächstes Upgrade ist... Guckt mal, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie ein gepanzerter Typ und ich habe eine Laserwaffe bekommen von Darth Vader, Leute. Alter, guckt das euch an. Ich habe eine Laserwaffe. Bam. Okay, Leute, ich brauche jetzt kurz ein Fahrzeug, denn wir müssen jetzt zu dem nächsten Standpunkt gehen. Und ich weiß echt nicht, was das für ein Standpunkt ist, Leute, aber ich hole mir da vorne mal das Auto. Let's go, wir fahren jetzt zum nächsten Ort und ich bin echt gespannt, was es auf sich hat, Leute. Das wird richtig, richtig krass. 2 Stunden später. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt angekommen. Das ist tatsächlich diese riesige Base hier und ich versuche da jetzt einfach rüber zu springen. Mal gucken, ob ich es schaffe mit diesem Dreckswagen. Und let's go! Ja gut, ich habe es jetzt nicht geschafft, Leute, aber es ist eh warm. So eine Erfrischung tut auch mal gut. Hallo? Nein, ich komme nicht raus. Oh, ich bin raus, Leute. Oh, schnell, schwimm, 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 schwimm. So, Leute, wir sind jetzt auf der Insel. Ich weiß nicht, was hier aussieht. Ah! Was ist das? Leute, das sind irgendwelche komischen Roboter oder so. Oh mein Gott, guck mal, wie die mich abschießen. Alter, wie knapp, wie knapp, wie knapp, wie knapp, wie knapp, Leute, nein. Alter, trifft dich was, verdammte Scheiße, ich muss mich hier verstecken, Leute. Die sind stärker als gedacht. Alter, Falter, Verwalter. Ahnung. Ey, nein, nein, nein. Was ist das für ein Teil, Leute? Ist das etwa das Motorrad? Oh mein Gott, Leute, das ist das Motorrad. Abstoß eingeleitet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, nein, nein, nein! Stehen bleiben! Oh, 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 oh mein Gott! Es ist ein fliegendes Motorrad, Leute! Deswegen ist es hier auf der Insel und ich habe mich schon gefragt, wie soll ich überhaupt wegkommen ohne Straßen, Leute? Ich kann einfach fliegen! Kickdown! Oh mein Gott, das ist ein fliegendes Motorrad, was ich geklaut habe! Alter, kann ich auch wieder landen, Leute? Ey, das ist ja das krasseste Fahrzeug, was es jemals gab, Leute. Alter, wie krass ist das denn? Wow, let's go. Ich packe jetzt einfach mein Fahrzeug im Knast, Leute. Wo ist es denn am sichersten? Richtig, im Gefängnis. Hier schön reinpacken, alles easy. Und jetzt bin ich gespannt auf unser letztes, finales Upgrade. Boom, Leute, unser letztes Upgrade ist, wir sind Superman geworden. Und ich sehe es schon kommen, Leute, das letzte Bike ist ein Superbike. Und ich habe irgendeine Pistole bekommen, Leute. Ich weiß jetzt nicht, was es auf sich hat, diese Pistole. Mal testen, wenn ich jetzt hier hinschieße. Oh mein Gott! Oh! Oh! Wow! Das ist eine Portal Gun, Leute! Ich habe Superkräfte oder was? Ich habe auch Super Jump! Sagt mir nicht, ich kann auch fliegen, Leute. Oh, wir können fliegen! Ladies and Gentlemen, das letzte Fahrzeug wurde gesichtet und wir fliegen volle Kraft voraus dahin. Oh, Leute, hier vorne muss es irgendwo sein. Ich muss jetzt schön landen. Oh, 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 oh. Okay, also die Landung habe ich jetzt nicht so gut gemacht, aber ich habe noch die Portal Gun, Leute. Ey, ich bin so krass, Leute, guckt mich an, Mann, ich teleportiere mich hin und her. Aber irgendwo muss ja das... Leute, hier ist ein... Alter, die Portal Gun ist zu krass. Okay, hier vorne ist ein Geheimversteck, vielleicht müssen wir hier rein. Batman! Ich wusste es, dass es jetzt passiert hier. Was ist los, Batman, hä? Ich habe auf dich gewartet. Komm doch raus, Batman, wenn du dich raus... Komm doch raus, Batman. Komm doch raus. Ladies and Gentlemen, Superman. Ich sehe schon das letzte Bike. Ja, bitte, Superman. Batman. Ja? Ich bin vorbereitet. Auf was? Du bist niemals vorbereitet. Oha, Leute, was hat er für ein Schwert? Ja, hol mich doch. Ich bin hier. Ey, Batman. Jo, was geht? Batman, ich bin hier. Hey, Leute. Guck mal das an. Batman. Du musst mich... Batman, du musst mich ja auch mal treffen, ne? Das weißt du schon. Hier, zack, Alarm, bam. Ja, was ist denn los, Batman? Ja, steh auf, Junge. Oh, Leute, wir müssen irgendwas uns einfallen lassen. Ich pack ihn jetzt. Ich pack ihn jetzt, Leute. Und ich flieg jetzt mit dem hoch. Okay. Und es ist Zeit für einen Super Punch. Let's go. Bam. Oh, was war das denn?
abgefedert. Nein. Leute, er ist zu stark, Leute. Er federt weg, deswegen lass ich ihn einfach jetzt fallen. Ciao, Batman. Wo ist er? Ah, da fliegt er, Leute. Guckt ihr euch an, da fällt er gerade. Der war zu stark für den Punch, Leute, aber jetzt habe ich ihn genockoutet. So, Leute, wir sind jetzt beim Geheimversteck. Oh mein Gott, wir haben einfach Batman durch die Gegend geworfen und haben das letzte Bike freigeschaltet. Es ist das Batpod von Batman, Leute. Oh mein Gott, was ein krasses Teil. Guckt es. Oh mein Gott, ich kann mich mit dem teleportieren. Guckt es euch an. Alter! Das ist ein Teleport-Batman-Bike! Ladies and Gentlemen, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Scheinbar war das krasseste Fahrzeug das von Batman. Deswegen lasst ein dickes Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Fahrzeuge soll ich als nächstes holen. Und Leute, wir können uns teleportieren einfach. Guckt es euch an. Bam! Und Ladies and Gentlemen, bis zum nächsten Mal, wenn es da ist. Russig Pupsig und ciao!